Jo Leute, was geht? Willkommen zu Lords of the Fallen, dem wahrscheinlich letzten Video, was ich zu dem Spiel machen werde in der nächsten Zeit. Und ich habe mir gedacht, das Wichtigste für euch ist doch bestimmt eine richtig starke Waffe und das richtig früh im Spiel zu finden. Und hier seht ihr die gerade schon. Es gibt noch eine Waffe, die könnt ihr noch früher finden. Die ist leider nicht ganz so stark, aber immer noch stark genug. Und das ist Schwert der Pieta. Das sieht erstens richtig geil aus, wie so ein Laserschwert. Das habe ich richtig gerne benutzt jetzt die letzte Zeit. Macht auch richtig gut Schaden. Kann ich das gerade mal hier zeigen. Glockenturm ist wahrscheinlich so eins der Gebiete, wo man am frühesten hinkommt, denke ich mal. Also den macht man echt gut weg. Und vor allen Dingen hat die eine richtig coole Attacke, wenn man schnell läuft. Das ist die Pieta, die bekommt ihr, sobald ihr den ersten richtigen Boss besiegt habt, die auch Pieta heißt. Und dann könnt ihr das für Umbral kaufen. Aber um die Waffe geht es heute gar nicht. Sondern um die Blutehre. Die könnt ihr nämlich im Prinzip auch schon richtig, richtig früh bekommen. Diese hier ist das. Die braucht 32 Strahlen und 20 Stärke. Ihr müsst also auch ein bisschen farmen. Zum Farmen würde ich auch diesen Gegner hier empfehlen. Wichtig ist, sobald ihr den Glockenturm erreicht habt, euch den Pilgerschlüssel zu kaufen. Den bekommt ihr vom NPC, der hier steht. Der kostet 9500 Seelen, deswegen ein bisschen sparen. Und dann kriegt ihr den Pilgerschlüssel. Den braucht ihr nämlich, um in ein Endgame-Gebiet zu kommen am Glockenturm. Das heißt, sobald ihr im Glockenraum seid, gibt es eine Tür, die den Pilgerschlüssel benötigt. Das ist diese Tür. Und ich würde euch raten, sobald ihr hier seid, da bei der Tür einmal durchzurennen. Wir laufen da gleich einmal zusammen durch, um zur Blutehre zu kommen. Jetzt zeige ich nochmal gerade den Schaden von der Blutehre bei den Gegnern hier. Gut getroffen. Da steht jetzt 53, ist aber die Blutung. 895, da hat man es gesehen. Das wird auch das Thumbnail, glaube ich. Ja, die Blutehre ist extrem krass, kann richtig easy schnell hochgelevelt werden. Wie zeige ich euch gleich auch. Und ja, was ihr auf jeden Fall braucht, ist der Pilgerschlüssel. Und dann rennen wir hier einmal durch. Ich würde, wie gesagt, euch raten, die Gegner nicht zu besiegen, sondern wirklich einmal durchzurennen, weil die wirklich sehr stark sind. Und ich hatte hier, als ich das erste Mal hier war, auch extrem Probleme. Hier ist ganz wichtig, springen, sonst fallt ihr nämlich runter. Und da unten sind drei starke Gegner. Deswegen hier würde ich auf jeden Fall durchrennen. Hier auf jeden Fall nach rechts, nicht nach links. Und dann ist hier normalerweise ein richtig starker Gegner. Deswegen hier ganz schnell die Tür aufmachen, hier durch und dann wieder nach rechts. Hier entlang, wie gesagt, an allen Gegnern einfach vorbeirennen. Und sobald ihr hier seid, müsst ihr in Umbral gehen. Könnt ihr natürlich auch schon vorher machen. Dann habt ihr hier schon Umbral offen. Hier wieder rein und dann da die Leiter hoch. Ihr könntet hier natürlich auch einen Anker setzen. Das hatte ich sogar gemacht bei mir, bei meinem Durchlauf. Und dann könnt ihr hier ruhen und seid erstmal in Sicherheit und habt den ganzen Stück geschafft und seid dann den ganzen Gegnern vorbei. Hier hinter ist noch ein Item, das auf jeden Fall mitnehmen. Und die Leiter hier hoch. Und ich würde sagen, wir rennen auch weiter durch, weil hier kommt ein starker Gegner. Obwohl, den könnt ihr eigentlich auch schaffen. Das ist ein Hund und ein starker Gegner. Das könntet ihr eigentlich gut hinkriegen. Ich renne mal hier weiter jetzt vorbei. Und dann seid ihr auch schon fast da. Weil hier in dem Raum gibt es dann die Blutehre. Gehen noch hier hoch. Es sind überall einzelne starke Gegner. Die würde ich halt, wie gesagt, alle einfach vorbeirennen. Ihr könnt die natürlich aber auch besiegen, wenn ihr das schafft. Hier kommt normalerweise ein Fass runter. Da müsst ihr dann auch aufpassen. Rennen hier durch. Ich werde jetzt gleich bei dem Item vorbeirennen, weil wir wollen ja auch direkt den Speicherpunkt haben. Wir rennen hier raus. Dann hier links. Und da vorne habt ihr dann das nächste Leuchtfeuer, wo ihr dann auch wieder safe seid. Wir sind jetzt gerade schon an Blutehre vorbeigelaufen. Ich laufe da gleich mal ein Stück zurück. Ganz wichtig ist hier dieser Verkäufer, der verkauft euch nämlich die dritte Deralium-Fragment. Ihr habt also hier die kleine, ihr habt das Standard und ihr habt die großen. Ich meine 8 Stück und die könnt ihr dann auch direkt benutzen, um Blutehre. Also der Typ hier macht, dass ihr Blutehre direkt auf +7 machen könnt und dann macht er genau den gleichen Schaden wie ich. Und Blutehre findet ihr hier rechts rein wieder und dann hier an der Seite. Ich weiß nicht genau, ob im Umbral, aber ich meine, hier war das Item,
Oder hier war das Item. Irgendwo hier ist das Item auf jeden Fall. Könnte auch Umbral gewesen sein. Nagelt mich nicht drauf fest. Mein Sieb gehören 821. Die Waffe ist so geil. Das sind richtig starke Endgame-Gegner hier. Und die macht ihr so weg. Das ist richtig nice. Und die macht auch noch Blutungseffekt. Ne? Also können wir uns die Waffe gleich nochmal anschauen. Ich habe 32 Strahlen und 20 Stärke dann in Glockenraum da gefarmt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das geht relativ schnell. Ich habe so eine halbe Stunde gebraucht für 7 Level Strahlen und 5 Level Stärke. Und habe dann dazu noch die beiden Ringe hier benutzt für Stärke und Stärke und auch noch das den Paladin-Anhänger für Stärke. Da könnt ihr natürlich auch die Stärke einfach leveln. Ja, und das hier ist Blutehre. Finde ich eine richtig starke Waffe. Ich habe 300 Bluten, Stärke, Strahlen auf A. Ihr seht unten links schon 154 physisch, 139 heilig. Insgesamt 404 Angriff. Eine richtig, richtig starke Waffe. Und wenn ihr dann im Glockenraum weitermacht und den nächsten Bosse besiegen wollt, habt ihr hier auf jeden Fall eine richtig starke Waffe. Wie gesagt, wird wahrscheinlich das letzte Video sein zu Lords of the Fallen. Ich fuchse mich immer mehr ins Game rein. Hatte ich ja schon ein Review rausgebracht, was nicht ganz so positiv ist. Es hat seine Momente. Es kann auch sehr viel Spaß machen. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren zu Lords of the Fallen. Lasst gerne ein Like da und ich würde mich sehr über ein Follow freuen. Heute, beziehungsweise morgen, startet ja die Diablo Season 2. Da werde ich wieder reingehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.